Okay, Leute, guten Tag. Seht ihr mich? Hört ihr mich? Super. Okay, dann heißt es denn, ihr habt dieses Video gefunden. Ich nehme an, ihr habt schon die anderen Sachen auch schon gesehen. Die Mottoänderung auch schon gesehen, gehört. Ja, abgespeichert. Und ich weiß. Ich weiß. Ich bin im Verzug. Ja, ich habe mich versprochen, dass ich das so vor 1 Uhr jetzt ich hochlade. Ja, so, okay. Es ist aufwendig, ja. So, aber wir kriegen alles ein nach dem anderen. Ich will sie schon im Takt. Und morgen kommt Mathe und Donnerstag kommt Mathe und Physik und es rollt, ja. Gut, Sishan, beruhig dich. Sishan liegt auf dem Boden und lacht jetzt Tränen, ja. Okay, gut, Sishan, was ist unsere Motto, ja. Na, sie kann das nicht. Manuel. Ja, Manuel ist auch nicht besser, ja. Sie kniet neben sich und versucht, sie zu beruhigen. Okay, anyway. So, achtsamer Umgang mit uns selbst. So, okay, es ist nicht kompliziert. Wir machen und die Schule geht weiter. Ja, so, ob wir das so machen, das ist es eigentlich egal. So. Also, wir haben jetzt hier dieses kleine Video. So, das ist einfach nur so Einführung. Dann seht ihr direkt danach ein anderes Video, dann gehe ich in ein Studio, ja, Apostrophzeichen Studio, ich zeige das mal euch, ja. Dann gehen wir durch unser Thema von heute, also irgendwann mal, ja, vor dem Chaos und alles und Ausfall, wie ich mich erinnern kann, es war 12. März, als wir letzten Mal einander gesehen haben, in bestimmten Umständen. So, da haben wir dieses Phänomen, so angestochen, ja, was heißt Arbeit, was heißt physikalische Arbeit. Ich werde es kurz zusammenfassen, noch mal einen kleinen Überblick geben. Dann werde ich noch zwei Seiten von dem Mittelstufenphysikbuch fotografieren und kopieren. Ja. Dieses Kapitel ist relativ gut, ist gut zu verstehen, ja. Der Text und die Sprache ist auch verständlich, ja? Also ich empfehle das einfach das durchzulesen, also lesen und verstehen, ja, so, und natürlich für dich auch kleine Notizen zu machen, ja, bis da ist eigentlich alles erklärt, was nötig ist, also was sind die Formeln, was sind die Einheiten und alle diese Sachen. Und dann werde ich jetzt eine kleine Aufgabe noch für euch so erklären, formulieren, damit ihr ein bisschen so rechnen könnt. Ja. Das ist alles auch da, also ein nach dem anderen, wenn du nach den Nummern durchgehst. Also die einzelnen Seiten musst du nicht von dem Video ausschreiben oder abschreiben. Ich fotografiere das selber, weil dann bewegt sich das nicht und dann gibt es von jeder Seite ein Foto. Heißt aber das, dass du alle diese Sachen übernehmen sollst in deiner Mappe, weil wie ich das gesagt habe, ist nächste Woche Donnerstag, also nach Donnerstag, wenn du unsere letzte Stunde gehabt hast, packst du alle diese Sachen dann schön in eine Mappe rein. Ja, erster Teil ist Mathe, der zweite Teil ist Physik. Ja, von Physik haben wir 4 Stunden, Mathe haben wir, so, ich weiß nicht, so ungefähr, so zwischen 5 und 10, ja, so eine Zahl. Und packst das alles schön rein, löst du alle schönen Aufgaben und schickst du das mir. Ich werde auch mal meine Adresse geben und dann bekommst du eine Note. Ja, das ist eine Mitarbeiternote. Und Mitarbeiternote ist wichtig, ja, im Oberstufe, 2/3 Gewicht und alles, ja, so. Wir haben keine Klausur geschrieben, wir werden keine Klausur schreiben. Also jetzt, vor den Ferien. Nach den Ferien machen wir darüber keine Gedanken mehr, ob er überhaupt Schule ist. Kann sein, dass den, okay, ich sag nichts, ja. Okay, verstehen wir einander? Ja, na dann, bis später. Ciao, sehr schön, alles in Ordnung.